Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Ach, hier kommen wir ja gar nicht raus. Und schon wieder dieser Unhold, der sich mit seiner penetranten, nervigen und hektischen Musik bei mir sehr unbeliebt macht. Ich glaube, ich muss den mal unbedingt besiegen. Ich muss den die Leviten lesen. Mal gucken, wann ich dazu kommen werde. Ich finde den Sack ja nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der muss irgendwo weit oben sein, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Deswegen werde ich mich, glaube ich, mal mit Diddy Kong in die Lüfte begeben. Ich werde heute übrigens, habe ich mir nur ein Ziel gesetzt. Und zwar möchte ich eine goldene Banane sammeln. Mehr möchte ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich in die Iglus reinkommen soll, weil da komme ich scheinbar nicht rein. Habe ich so festgestellt. So, ich muss meine Stoppuhr nochmal stellen. Nicht, dass ich nachher den Bogen überspanne. Ich meine, das guckt sich ja keiner an nachher. Naja, letztendlich ist es bei Let's Plays ja egal. Also, viele haben sich da die Richtlinie gesetzt. 15 Minuten... Einige machen auch länger, einige machen noch kürzer, so 10 Minuten früher. Das wisst ihr vielleicht gar nicht mehr. Früher, ganz früher. Da durfte man, wenn man kein Partner war, nur 11 Minuten hochladen. Also 10 Minuten irgendwas. Das war das Limit. Jetzt hat man kein Limit mehr. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Dann hat sich irgendwann für die Free-User das Limit auf 15 Minuten erhöht. Und da sind viele beigeblieben, ne? Weil auch viele in der Zeit dann gerade mit dem Let's Play angefangen sind. Die waren es dann so gewohnt. Und, ja, und das... Ja, was man kennt, ne, das macht man weiter. Das ist halt so. Wo soll man denn jetzt hin? Ich verstehe das hier alles nicht. Ja, ich weiß, das sind Donkey Kong Bananen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Wegen ein paar Baninchen werde ich jetzt nicht meinen Charakter wechseln. Ich habe ja ein Ziel. Ich will ja mich in die Lüfte begeben. Und mindestens eine goldene Banane sammeln. Ich habe auch gar nicht so wirklich Gesprächsstoff im Pack. Aber muss ich ja auch nicht unbedingt haben. Ich bin ja sowieso spontan. Ich mache mir sowieso keine Gedanken. Ich habe auch irgendwie nichts mitbekommen aktuell gerade, was interessant wäre. Zu diskutieren, zu besprechen. Deswegen mal ein bisschen spielbezogener Kommentar. Das ist sowieso das Allerbeste. Ich habe nämlich im Let's Play Forum gelesen. Die meisten Leute präferieren es tatsächlich, wenn man sich denn mit dem Spiel beschäftigt. Sich in das Spiel hineinsaugen lässt. Ich finde schon, dass ich das mache, auch wenn ich ab und zu mal Themen abseits bespreche. Ich bin jetzt nicht unbedingt der klassische Let's Player. Aber es gibt nun mal keine Regeln. Es gibt nirgendwo irgendwie staatlich geprüfte Let's Player und irgendwelche festgeschriebenen Regeln, wie ich das zu machen habe. Das kann ich mir selber aussuchen. Wo ist denn hier der Jetpack-Mann nochmal gewesen? Der Jetpack-Mann, genau. Der Mann mit dem Koks ist da, Mama. Ah, wo war das noch? Ach, guck mal hier. Da haben wir was. Da, guck mal da. Da. Da werden wir hin. Da gehen wir hin, da wollen wir hin. Das macht Spaß, das macht Freude. Let's go. Ich hoffe, das ist nicht so ein schwieriges Spiel, weil sonst, das würde mir nicht gefallen. Ja, geh doch durch den Wasserfall, du Trottel. Na, komm. Kamera! Hallo! Oh, das Ding ist gerade echt schwierig zu steuern. Ich weiß auch nicht warum. Liegt höchstwahrscheinlich an meinem eigenen Ungemach, an meiner Unfähigkeit. Welcome to Bonus Day. Da läuft übrigens bald auf Sat.1, finde ich voll lustig, einen Film über den Fall Christian Wulff mit seinem Rücktritt. Ist das nicht spannend? Ich muss alle Gegner besiegen und das Ziel erreichen. Okay. Wahnsinn! Vor allem, da ich Diddy Kong habe, die Hühnerbrust, der ist nicht besonders gut im Angreifen. Aber egal, da kriegen wir schon hin, wa? Ja, sicher das. Na, komm mal her, Freundchen Hassan. Ich mach dich splatt. Und wie gesagt, dass ich das Spiel wirklich 100% abschließe, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Also ich bin ja schon mal damit zufrieden, wenn ich King Karool besiege. Das wäre schon mal ziemlich viel. Und ich finde es ziemlich unfair, dass sie diese Hassans hier platziert haben, weil die nicht mit einem Schlag weg sind. Wenn das nur so Kremlinde gewesen da, dann wäre das ja gar kein Problem. Also, guck doch das mal an, ey. Bis der sich, weil wenn der sich hinsetzt, kann ich dem keinen Schaden mehr zufügen. Das geht ja nicht. Das kann doch nicht sein. Da ringe ich mich doch mal auf. Oh, hallo? Ein Hund im Büro? Das war ein Stromberg-Zitat. Ich entschuldige mich. Nein! Das war aber knapp. Verdammte Axt. Aber wir kriegen das schon hin. Ein bisschen Geduld. Dann kriegen wir das schon hin. Irrer Garten, ja. In der Tat sehr irre. Irre ist auch der Fall Edati. Haha. Nein, da rede ich jetzt nicht drüber. Das ist ein sensibles Thema. Sobald es um Kindesmissbrauch geht, um Pädophilie, so rum, das ist ein sensibles Thema. Da kann man eigentlich nur falsch... Also da kann man nur die falschen Leute mit anziehen. Sagen wir es mal so. Wenn ich mich da jetzt äußere, zu dem Fall an sich, was ich davon halte... Dann gibt es immer irgendwelche Leute, die damit nicht einverstanden sind. Außerdem ist das schwierig, darüber zu reden, weil es sind sich eigentlich alle gesunden Menschen darüber einig, dass so etwas pervers, krank und verwerflich ist, moralisch gesehen.
Es ist ja scheinbar legal gewesen, was der Herr Erdati da gemacht hat. Das ist, finde ich, eine Grauzone, die vielleicht beseitigt werden sollte. Da wird ja auch drüber diskutiert. Damit meine ich jetzt nicht die Urlaubsfotos von Fatih, wie er uns nackt am Strand fotografiert. Nein, damit meine ich schon Fotos gegen Bezahlung. Auch sowas kann eine kindliche Seele beschädigen. Und über alle anderen Arten von Kindesmissbrauch brauchen wir uns wieso überhaupt nicht unterhalten. Da gibt es gar keine Diskussion, kein Wenn und Aber. Das ist alles scheiße, dumm und sollte auf jeden Fall tunlichst unterlassen werden und auch hart gegen vorgegangen werden. Früher hat ja gerne mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das wurde gerne mal diskutiert, wo es denn damit losging, dass Raubkopierer bestraft werden sollen. Und da wurde gerne mal der Vergleich gebracht, dass teilweise Raubkopierer härter bestraft werden als ein Kindesmissbrauch. Also, das finde ich denn schon ziemlich hart. Denn wenn man, sag ich mal, ein Kind sexuell missbraucht, ist es fürs Leben gezeichnet, ne? Das stelle ich mir zumindest so vor. Dass das dann auch noch oft in den Familien vorkommt, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn eine ganz enge Vertrauensperson sowas Widerwärtiges mit euch macht, verstehe das nicht. Aber Pädophilie an sich, das ist nun mal eine krankhafte Neigung, die sich die Menschen im Regelfall natürlich nicht ausgesucht haben. Da ist man womöglich mit geboren oder die Erziehung oder die Erfahrungen, die man im Leben sammelt, haben einen zu dem gemacht, was man nun mal letztendlich ist. Und es gibt natürlich auch Pädophile, die sich dann sofort, bevor überhaupt irgendwas passiert, in psychologische Behandlung begeben, um damit umgehen zu können, damit sie eben kein Kind vergewaltigen oder es irgendwie entführen. So, und ich denke mal nicht, dass man diese Menschen, die wirklich unter dieser Neigung leiden, dass man die jetzt an die Wand stellen muss. Das ist natürlich für uns normale Menschen, ist das krankhaft, nicht normal. Aber diese Menschen, ja, die haben nun mal das, was sie haben. Und ich sag mal so, wenn das jemand ist, der erkennt, dass er natürlich keinem Kind was zuleide tun möchte und sich da in Behandlung begibt, das auch ganz gut unter Kontrolle hat, dann ist das okay. Der sollte jetzt vielleicht trotzdem nicht Kindergärtner werden und vielleicht auch keine eigenen Kinder in die Welt setzen, weil das wäre dann doch vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber an sich, naja, ist eine schwierige Sache. Eine sehr schwierige Sache. So. Ist auch kein erfreuliches Thema. Warum rede ich darüber? Lassen wir das doch mal. Da wird in den Medien genug drüber gestritten. Da gab es ja auch noch, das ist ja quasi schon zu einer politischen Schlammschlacht herkommen. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Diverse Talkshows beschäftigen sich mit dem Thema. Jeden Tag gibt es da neue Erkenntnisse, was da war und was da nicht war. Holla die Waldfee. Also ich glaube, das könnte noch ziemlich schwierig werden, diese Banane. Mein Akku ist fast leer vom Handy. Da habe ich doch meine Stoppuhr gerade am Laufen. Das ist aber ärgerlich. Muss ich das wieder Pi mal Daumen machen, wie in den guten alten Zeiten. Das ist auch lustig, da diskutieren auch Leute im Let's Play Forum über den letzten Scheiß, ne? Als würden die nicht selber nachdenken können. So zum Beispiel, wie die Zeit beobachten. Da ist im Diskussionsforum, im Let's Play Forum ein Thread aufgemacht worden, wo jemand fragt, wie man denn am besten die Zeit begutachtet, wie viel man aufnimmt. Warum fragt man so einen Scheiß? Entweder legt man sich eine Stoppuhr dahin vom Handy oder hat eine Stoppuhr oder legt sich dann, weiß ich nicht, ein Handywecker oder was weiß ich. Oder guckt halt auf die Uhr, wann er anfängt aufzunehmen und schätzt das Pi mal Daumen ein. Ich meine, wenn es eine Minute drüber oder drunter ist, ist das auch nicht unbedingt ein Weltuntergang, oder? Echt, das Let's Play Forum, also ich bin ja auch manchmal ganz aktiv, also ab und zu mal. Aber ich staune immer wieder über die Eigenarten einiger Menschen dort. Zum Beispiel dieser eine Qualitätsfetischist, Demon heißt der, ist bestimmt ein grundsympathischer Typ, aber der zwingt einem immer die Meinung auf, wie man am besten rendert, was man am besten macht und in jedem Thread liest man irgendwas von ihm, auch wenn es nicht mit dem Thema zu tun hat. Und das ist schon penetrant, als wenn er eine Bibel unter dem Arm hat und das predigt. Das ist schon ein bisschen eigenartig, befremdlich. So, welche Attacke mache ich denn am besten? Wie mache ich denn diese komische Dings-Attacke, diese Wirbel-Attacke nochmal? Z gedrückt halten? Nein? Nein? Ja, da können wir direkt einen neuen Versuch starten. Da habe ich ja jetzt ein bisschen rumprobiert. Welcome to Bonus. Ja, ja, herzlich willkommen. Dankeschön, danke, Anke. Der irre Garten macht mich langsam irre und kirre und bekloppt und wahnsinnig und auch ein bisschen psychisch krank. Nee, psychisch krank bin ich ja schon. Habe ich ganz vergessen. Wenn ich jetzt wirklich mich mal an YouTube-Standards messen würde, müsste ich die Videos 3-4 Minuten lang machen.
weil die Aufmerksamkeitsspanne, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen von jüngeren Zuschauern, sage ich mal vorsichtig, ist nicht besonders hoch. Die schaffen es einfach nicht, ewig lange an einem Video gefesselt zu sein. Da muss auch immer Action passieren. Ich meine, wenn ihr euch mal Videos von iBladi anschaut, da ist kein Leerlauf drin, da sind auch 1000 Schnitte drin. Da wird kein Am drin gelassen, da wird kein Versprecher drin gelassen, da gibt es 1000 Schnitte und dann ist das so. Ja, irgendwann reden die Jugendlichen nur noch so. So komisch betont halt, weil die ganze Betonung ja auch wegfällt, wenn man das alles so zusammenschneidet. Das ist ja alles total surreal, so redet ja kein Mensch. So wie iBladi redet kein Mensch, so wie LeFloid mit der Betonung redet kein Mensch. So wie ich hier rede, so reden Menschen. Ich bin ein Mensch, ich rede so. Natürlich rede ich jetzt nicht total monoton und gelangweilt. Auch das habe ich schon bei Let's Playern gesehen. Ich weiß nicht, wie die das durchziehen können. Das müssen tierisch langweilige Leute im echten Leben sein, wenn die so reden. Ich würde dem nicht gern zuhören. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich kriege das hier nicht gebacken, ganz ehrlich. Ich kriege das nicht gebacken. Ich finde die Scheißaufgabe scheiße. So, ich werde jetzt mal das Maul halten nochmal kurz. Alter... Ich weiß auch nicht, welche Attacke ich am besten machen soll. Das kannst du schon wieder vergessen. Das Spiel fordert mich immer mehr. Irrer Garten. Wenn das mal ein Garten wäre. Das ist ein fucking Irrgarten, ja. Aber keine Blümchen sind hier. Nichts Schönes ist hier zu finden. Das ist vielleicht der Bahnhofzoo hier, ja. Die Kinder vom Bahnhofzoo. Kennt ihr den Film? Der wurde uns damals in der Realschule gezeigt, um ein negatives Mahnmal gegen Drogen darzustellen. Also damit wir auch bloß keine Drogen nehmen und so, weil... Also der Film ist echt der Anti-Drogen-Film schlechthin, kann man sagen. Gut, das war auch eine andere Zeit, ne? Ich weiß nicht, ich habe noch nie wirklich Drogen konsumiert. Also so richtig harte Drogen. Natürlich habe ich Alkohol getrunken. Und ich rauche momentan wieder nicht, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ich habe auch schon mal, ja, ich habe auch schon mal, ne, was anderes genommen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aber sonst, konsumiere ich so etwas nicht. So, das kommt schon. Fall um! Fall um! Du dummes Arschloch. Warum fällt der nicht um? Ich brauche echt so ein, weiß ich nicht, so ein Drachenatem. Fußrodar oder so. Aschatzstein, Schalosch. Ich rufe gleich Uri Geller zur Hilfe. Wann läuft eigentlich mal wieder The Next Uri Geller? Ich meine, da kommt mein Liebling Vincent Raven her. Das ist... Naja, der kommt da nicht her. Den gab es schon vorher, aber dadurch ist er, sagen wir, mehr oder weniger bekannt geworden. Mit seinem Raben und seinen komischen Kehlgeräuschen, die er da mal gemacht hat. Ach Gott, ist der was? Echt, ey. Da kannst du echt... Das fängt ja an wie in der letzten Aufnahme. Genau so ein Scheiß. Welcome to Bonus Day. Wenn nicht noch ein größerer Scheiß. Das Frustpotenzial in diesem Spiel ist groß. Man soll das nicht unterschätzen. Vor allem, ich komme mit Didis Attacken einfach nicht klar. Das ist einfach dumm. Das ist Moppelkotze. Du kapierst nicht, was die aushalten. Die halten einfach viel zu viel aus. Oh, dann hauen die auch ab, diese Feigen. Greift mich doch mal an, ihr dumme Arschgeigen. Die greifen mich ja nicht mal an. Die hauen ab. Die sind dreimal so groß wie ich. Warum hauen die ab, um es mir schwerer zu machen? Haben die sich vorher abgesprochen? Komm, den machen wir jetzt mal das Leben schwer, oder was? Die haben den IQ von einem Toastbrot, einem aufgeweichten mit Milch. Milch hat mehr IQ als diese Schergen. Jetzt kommst du her da. Oh ja. Setzt er sich hin, als wenn er auf dem Pisspot sitzt. Komm jetzt her hier. Oh. Dann stöhnt er dabei rum, als wenn es ihm gefallen würde, wenn ich mit meinem Schwanz ihn schlage. Verdammte Axt. Furchtbar. So, jetzt aber. Och, ja, klar. Auf einmal fangen die an mit Druckwellen. Haben die ganze Zeit nicht gemacht, aber jetzt dachten die sich, ja Mensch, wir stellen fest, der checkt das nicht, der kann das nicht, der kriegt das Spiel nicht hin. Dann machen wir jetzt ganz viele Druckwellen. Das macht Spaß, das macht Freude, das macht Laune. Ja, siehst du mal. Guck dir das an. Der kriegt mehr drauf als Angela Merkel morgens. Weiß ich auch nicht. Sollte ein toller Spruch werden, hat nicht geklappt. Ich fange hier gleich so rumzuschreien, dass mein Headset richtig massiv übersteuert. Ich hasse das. Ich schneide das auch gleich. Habe ich auch letztens eine interessante Diskussion gesehen im Let's Play Forum, wo wir wieder mal zur Sprache kommen, ob man denn Sachen aus dem Let's Play rausschneiden sollte.
definiert jeder für sich anders. In meinen Let's Plays wird nicht geschnitten. Wenn jemand einen Walkthrough sehen möchte, ohne viel Gelaber, soll er sich das halt ansehen. Das ist ein Let's Play, ein klassisches. Da rede ich, ohne Punkt und Komma. Und ich schneide auch nicht. Das ist meine Definition von Let's Play. Das Ding dient hier nicht unbedingt als Spielhilfe. Ich will euch unterhalten. Man kann da natürlich auch mit Zweck entfremden. Aber im Grunde genommen will ich mittels Spiel und meinem Kommentar euch ein paar schöne Momente bescheren. Das ist so meine Intention. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht so bei so ein paar Leuten. So 2, 3, 4, 5. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 2, wenn das so weitergeht. Das ist nicht wahr! Brauche ich gar nicht versuchen, weißt du. Da kannst du direkt die Flinte ins Korn werfen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich tierisch. Das ist schlimmer als der ZDF-Fernsehgarten, dieser irre Garten hier. Guck mal, manchmal kriege ich die mit 2 Hits und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn machen, damit die so schnell down gehen? Ab und zu klappt es und manchmal nicht. Manchmal muss ich die irgendwie 50.000 Jahre bearbeiten, bis sie sich mal dazu... Ja, jetzt haut mir noch der einfache Gegner ab. Ich werd weich. Da hat das eben so gut geklappt, wisst ihr? Das ist nicht zu fassen gerade. Warum geht denn das jetzt so gut von der Hand? Also, was heißt gut? Das reicht zeitlich gesehen schon wieder nicht, aber... Haust du... So, bitte. Es könnte klappen, wenn ich ihn jetzt auch genauso schnell kaputt mache, aber wahrscheinlich nicht. Geh doch kaputt! Boah, endlich. Boah, Jesus Maria prophetlich. Dieses Spiel, ne? Danach brauche ich immer Valium. Ja, super. So, ich bleibe jetzt mal oben in der Luft. Gucken wir mal, was hier hinten so ist. Vielleicht finde ich ja endlich mal den Heini, der mich schon die ganze Zeit nervt. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, check ich jetzt nicht. So, ich suche jetzt mal den Heini. Den Typen, der mich nerven tut. Der tut mich so nerven. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr nerven tut mich tun. Na, ich gehe jetzt hier runter. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Da kann ich mich auf jeden Fall wieder in die Lüfte begeben. So, jetzt werde ich erstmal hier... Ich muss erstmal eine Pause machen. Ich nehme auch schon lange genug auf, das reicht. Hier vor dem Tauschwasser ist, denke ich mal, ein guter Punkt. So, Kenners, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich muss mich erholen. Ein bisschen Morphium oder so. Ich gehe jetzt in die, weiß ich nicht, Opium-Bar. Bis zum nächsten Mal. Ja, Akkus, auf Wiedersehen. Tschüssikowski.